Noch ist der Sommer da, noch sind die Corona-Regeln nahezu heruntergefahren. Doch spätestens zum Herbst könnte sich das alles ändern. Steigen die Infektionszahlen, werden wohl wieder strengere Regeln greifen, um die Krankenhäuser vor einer Überlastung zu schützen. Das Infektionsschutzgesetz ist dafür auf den Weg gebracht. Die Diskussionen darüber laufen aber weiter, auch innerhalb der Ampelregierung. Ziemlich sicher ist aber, dass die Maske in vielen Bereichen wieder Pflicht wird. Auch Großveranstaltungen könnten bald wieder eingeschränkt werden. Fette Party, tausende Menschen, ausgelassene Stimmung beim Sarah Connor Konzert in der Waldbühne vor gut zwei Wochen. Doch genau damit könnte schon im Herbst Schluss sein. Maskenpflicht und neue Impfnachweise drohen. Die Konzertstimmung bei den Veranstaltern bereits jetzt im Keller. Die Veranstaltungswirtschaft, die ja Tourneen durch Deutschland veranstaltet, sieht natürlich das Problem darin, dass wir wie in den vergangenen beiden Jahren wieder in jedem Land, in jedem Landkreis sogar unterschiedliche Regelungen haben können. So werden Tourneen dann wieder nicht durchgeführt werden können. Rückgänge bei Neuinfektionen und Inzidenzen meldet unterdessen das Robert-Koch-Institut. Doch der Gesundheitsminister warnt. Herbst und Winter könnten düster werden, wenn jetzt nicht gehandelt wird. Höchst umstritten allerdings seine geplante 3-Monats-Regelung. Heißt kein Restaurantbesuch, keine Veranstaltungen, wenn die Impfung älter als 3 Monate ist. Das sei doch kein Impfdauerabo, macht der Bundeskanzler deutlich. Niemand schreibt eine Impfpflicht für alle 3 Monate vor. Niemand möchte, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger alle 3 Monate impfen lassen. 4. Impfung ja oder nein? Die Meinungen gehen da teils stark auseinander. Wir haben eine Übersterblichkeit, seitdem diese im Volksmund genannte Impfung verabreicht wird. Ich muss Ihnen mal ehrlich sagen, ich hatte nach meiner Boosterung das erste Mal Corona, habe richtig 3 Wochen flach gelegen, habe nach einem halben Jahr wieder Corona bekommen und mir ging es vor 4 Wochen wieder richtig, richtig schlecht. Ich finde schon, das ist wichtig, dass die 4. Impfung kommt. Bereits im Oktober soll ein an Omikron angepasster Impfstoff zur Verfügung stehen. Doch viele Virologen mahnen, Gefährdete und Ältere sollten sich am besten bereits jetzt impfen lassen.